Meditation. Lasse los, was nicht mehr dient und mache Raum für das wirklich Neue. Schließe bitte deine Augen und bringe deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Nimm wahr, wie sich dein Brustkorb sanft hebt und senkt, während du tief und ruhig ein- und ausatmest. Wir wollen uns zunächst einmal ausrichten im Inneren. Nimm deine Wirbelsäule wahr. Deine Wirbelsäule ist der elektrische Schaltkreis für die universelle Lebenskraft, das Qi, das Prana. Sie ist die kreative Kraft des Universums. Bringe nun deine Achtsamkeit zur Basis deiner Wirbelsäule und stelle dir vor, dass aus dieser Basis heraus starke Wurzeln wachsen bis tief in das Erdinnere hinein, durch alle Schichten hindurch, immer tiefer und tiefer, bis zum Erdkern, dem Magma. Fühle die heiße und feurige Energie. Fühle dich genährt und geborgen. Stelle dir vor, wie alles, was dir noch im Weg steht, zu einem erfüllten, erfolgreichen Leben, alle Ablenkungen und Herausforderungen, alle deine Begrenzungen, auf sanfte Weise transformiert werden durch dieses Feuer. Du brauchst diese Begrenzungen jetzt nicht mehr und kannst sie getrost dem Feuer übergeben. Jetzt stelle dir an der Basis deiner Wirbelsäule ein goldenes Pendel vor, das langsam hin und her schwingt. Wie geerdet fühlst du dich? Wie sehr bist du in Übereinstimmung mit dem, der du wirklich bist? Wie viel erlaubst du dir zu empfangen? Lasse nun diese warme Energie in deiner Wirbelsäule aufsteigen, bis sie die Krone deines Kopfes erreicht. Bringe nun deinen Fokus zur Mitte deines Kopfes. Visualisiere, wie ein weiß-goldener Lichtstrahl in die Krone deines Kopfes eintritt. Lasse nun dieses Licht deinen gesamten Kopf von innen nach außen erstrahlen. Dein ganzes Gehirn ist jetzt erfüllt von diesem reinen Licht. Fühle die Liebe und Unterstützung aus den himmlischen Sphären, der geistigen Welt, der unsichtbaren Welt. Fühle die allgegenwärtige Präsenz von allem, was ist. Lasse dieses Licht nun immer weiter hinabsteigen, immer tiefer, und lasse dann beide Energien, die des Himmels und der Erde, sich im Herzen vereinen. Lasse dieses Licht dein Herz erleuchten und lasse dieses Licht die Sehnsucht deines Herzens anfachen. Sieh es als ein warmes, sanftes Kerzenlicht. Fühle es und sei die Flamme selbst. Lasse deine wahren, tiefen Herzenswünsche zu dir sprechen. Lausche, höre zu. Was möchtest du? Was möchtest du wirklich in deinem Leben?
Sieh dich selbst als menschliches Wesen zwischen Himmel und Erde. Fülle dein Herz an mit Liebe und Mitgefühl für dich und andere. Vergib dir selbst all deine Fehler und vergebe auch anderen ihre Fehler. Beginne das neue Jahr mit Zuversicht. Behandle dich selbst mit all der Liebe und all dem Wohlstand und Respekt, den du verdienst. Verändere deinen inneren Dialog. Verpflichte dich dazu, all das zu verändern, was nötig ist. Lasse die alten, ausgetretenen Pfade hinter dir und auch alle Verhaltensweisen und Vermeidungsstrategien. Habe den Mut, etwas ganz Eigenes zu kreieren, auf deine eigene Weise. Nimm dir nun einen Moment Zeit für die folgenden Fragen. Welche Bereiche deines Lebens brauchen Verbesserung? Bereust du etwas? Was waren deine größten Herausforderungen im vergangenen Jahr? Was war das allumfassende Thema? Was waren deine größten Errungenschaften? Was hat dich wirklich glücklich gemacht? Was soll sich entfalten im neuen Jahr? Was sind deine Ziele? Sei spezifisch, sehe es, fühle es und sei es. Formuliere nun eine Absicht für das neue Jahr. Pflanze einen Samen. Pflanze jetzt den Samen für das neue Jahr in die fruchtbare Erde deines Herzens. Sieh dich selbst. Sieh, wie du das Leben, das du dir schon immer gewünscht hast, erschaffst. Erlaube der kreativen Kraft des Universums durch dich zu strömen. Vertraue. Löse dich von allen Anhaftungen, wie oder wann etwas geschehen soll. Lass das Universum sich um die Details kümmern. Bringe nun noch einmal deine Aufmerksamkeit zum goldenen Pendel an der Basis deiner Wirbelsäule. Bist du immer noch geerdet? Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie geerdet fühlst du dich? Wenn du mehr Erdung brauchst, stelle dir jetzt einen Regulierungsknopf auf einer Skala vor und bringe diesen dann ganz langsam in Richtung 10. Ganz langsam, ohne Druck. Wie fühlt es sich jetzt an? Sieh das Pendel ruhig hin und her schwingen. Es ist jetzt alles in perfekter Harmonie. Du bist jetzt vollkommen ausgerichtet mit deinem höheren Selbst. Ich zähle jetzt langsam von 10 bis 1 und bei 1 kommst du dann wieder ganz hierher in den Raum zurück, vollkommen erfrischt und entspannt. Wir haben jetzt den Kurs für das neue Jahr gesetzt, haben die Vergangenheit bereinigt und haben Raum geschaffen für unsere Roadmap, unseren Kursplan für ein sehr belebtes neues Jahr 2019.
10, 9, 8. Mehr und mehr entspannt. 7, 6, 5, 4. Immer wacher und wacher. 3, 2 und 1. Vollkommen wach jetzt und du kannst nun in deiner Zeit deine Augen langsam öffnen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen ein erfolgreiches und erfülltes Jahr 2019 in allen Bereichen eures Lebens. Mehr miteinander und füreinander anstelle von voneinander. Und denke daran, du bist niemals allein. Möge die Macht mit uns sein für immer.